nicht hinbekommen. Und die Respektlosigkeit, die kann ich aus meiner Studentenzeit, da habe ich gedolmetscht, derzeit bin ich Schöffe im Gericht, da sehe ich auch, da ist sagen wir mal, die Leute, die aus dem kriminellen Milieu kommen, die kennen die Gesetze sehr gut. Die wissen, was denen passiert. Die kommen mit einer bestimmten Straftat zum ersten Mal, zum zehnten Mal, zum 15. Mal. Und jedes Mal gibt es eine kleine Bewährungsstrafe. Da lacht er sich kaputt und geht und macht weiter. Also das heißt, man muss auch, wenn man Integration ernst nimmt, das ist eine Bring- und Hohlschuld, dann müssen die Menschen, die hier hinkommen, auch in der Anfangsphase vielleicht auch mal, um an das Integrationsniveau herangeführt zu werden, müssen die Gesetze vielleicht auch mal in einer diskriminierenden Art und Weise vielleicht auch mal etwas strenger ausgelegt werden. Aber ich beobachte eher das Gegenteil, dass man die Gesetze bei Menschen mit Migrationshintergrund eher lascher anwendet. Und das ist natürlich ein Problem, wo diese Menschen einfach nicht klarkommen mit. Die